Ready for Takeoff, meine Damen und Herren, ready for Takeoff. Und somit herzlich willkommen beim Microsoft Flight Simulator. Im Moment gibt es gerade von Xbox Game Pass eine Aktion. 3 Monate für je 1 Euro, Dollar oder auch 1 Franken. Und da dachte ich mir, ich gönne mir doch einfach mal den Microsoft Flight Simulator und schaue mir das Ganze mal an. Ich fliege das Ganze mit dem Xbox Controller. Von daher bitte nicht allzu viel erwarten von mir. Und das ist jetzt mein erster Start in Real Life sozusagen. Vorher bloß einmal das Flugtraining gemacht. Wir sind hier auf dem Flughafen Bern-Belp. Und ich möchte gerne schauen, ob ich irgendwie mein Zuhause finde. Von daher, let's go. Speed aufbauen. Und ready for takeoff. Das kann lustig werden, sage ich euch. Zumindest fliegen wir schon mal. Aber ich verliere jetzt schon zu viel Speed. Was schlecht ist. Okay. Ist schon crazy. Stay in line with departure. Oops. Oops, oops. Niederglatt, Bülach, Eschenmoos, Turi, Track Flaps. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber gut. Hey, wir fliegen. Letten, Rümlang. Zürich, Flughafen, Kloten. Ja. Climb phase after completing the initial stage. Reach cruise altitude. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung mein Zuhause ist. Schon mal gut. Gibt's hier eigentlich irgendwie eine Map? Display Map V. Okay, funktioniert leider nicht. Ich versuche mal jetzt eine Kurve zu fliegen. Holy moly, sieht das gut aus! Leute, schaut euch das mal an! Es ist ja krass! Maria Gottes. Sieht so krass aus. Holy shit. Leute. Ich meine, hallo. Das ist ein fucking Spiel. Das könnte einfach echt sein. Holy smokes. Wie das aussieht. Sorry, aber ich komme gerade nicht aus dem Staunen raus. Sieht so unglaublich gut aus. Oh
Holy moly. Regensdorf, Watt. Bärenbohl, Kratzenried, Rümlang. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wo Bären ist überhaupt. Katzensee, Regensdorf, Buchs, Nasenwil. Ich glaube, Bären müsste irgendwo hier vorne sein. Glaube ich zumindest. Obwohl das nicht stimmen kann, da ist ein See. Aber gut. Und es ist kein See in der Nähe von Bären. Schlieren. Katzensee. Ah, das ist schon Zürich. Wait, what? Niemals. Als ob das hier schon Zürich ist. Dann müsste ja Bern eigentlich in die andere Richtung sein. Holy shit, ich glaube, wir verlieren gerade sehr viel an Höhe. Ich schau mal kurz auf dem Handy nach, wo überhaupt der Bell-Flughafen ist. Auf Google Maps. Denn das hier ist ja schließlich auch etwas ähnliches wie Google Maps. Ja, ich bin genau in die falsche Richtung geflogen. Wenn ich das so sehe. Oder? Kloten. Wait, was ist das hier unten? Zürich Flughafen. Ah, ich bin vom Flughafen Zürich gestartet. Ich voll Idiot. Ja, nice. Man sollte vielleicht etwas gut in Geografie sein. Aber wer interessiert das schon? Dort hinten ist eigentlich unser Ziel. Und unser Ziel ist Bern Bell. Einfach doof. Das ist das Problem. Aber trotzdem, ich meine Leute, schaut es euch an. Ich glaube, unsere Flughöhe ist 140 Knoten. Deshalb versuche ich mal so hoch zu bleiben. Okay, das hier unten ist offensichtlich. Was war das? Ja, ich glaube, ein Vorort von Zürich. Oder ist es schon. Ne, ist wahrscheinlich schon Zürich. Ja, ich glaube schon, das gehört alles schon zu Zürich. Dann haben wir dort den Zürichsee. Und hier unten dann gleich den Bahnhof. Dort auf der linken Seite.
Genau. Wie gut das Spiel bitte aussieht. Holy shit. Und dann fahren auch noch Autos auf den Straßen rum, wenn ich das so richtig sehe. Oder es wird zumindest simuliert. Holy shit. Kein Wunder hat das Spiel irgendwie 200 GB mittlerweile. Das sieht so unglaublich aus. Aber ich bin recht weit davon entfernt von meiner Fluglinie, wie es scheint. Da versuche ich jetzt mal wieder etwas in Richtung Fluglinie zu kommen. Irgendwas blinkt da. Ah ne, wait, ich bin... Ich bin so auf der falschen Linie. Alter. Holy shit. Airspeed above 74 knots. Ich muss noch weiter nach links. Und dann irgendwie hier so rechts. Wetzwil am Albis. Oh Mann, das ist halt so nice. Das Riesenblatt. Aus. Ich glaube, das Spiel muss ich mir kaufen am Ende. Das, wow. Ich kann nicht oft genug sagen, wie nice es aussieht. Ihr seht es ja selber. Es ist halt mega gut. Okay. Jetzt hätten wir fast zu viel Speed verloren. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie lange das überhaupt geht, dieser Flug von Zürich nach Bern. Wahrscheinlich schon fast eine Stunde. Von daher gehe ich mal zurück ins Menü. Customize Level. World Map. Zoom to details. Rubigen. Holy moly! Okay. ZS Departure. Und was ist der nächste Flughafen von hier? Ist ja egal, einfach hier. Zollikow im Ostermundigen Jägensdorf. Hierhin bitte. ZS Arrival. Dann fliege ich einmal zu mir nach Hause. Aber nicht unbedingt. Ja, okay, doch, wenn es dunkel ist. Sieht bestimmt auch nice aus. Dann fliege ich eigentlich jetzt gerade über mich drüber. Wäre schon nice, wenn ich das finden würde.
Never Models. Cessna. Okay. Holy moly. Sieht halt jetzt schon wieder mega gut aus. Langsam aufsteigen, da wir unseren Speed erreicht haben. Allerdings muss der Speed weiter steigen. Darf nicht zu... schnell aufsteigen, denn sonst hat man hier ein Problem. Ich muss in diese Richtung dort hinten. Wir müssen etwas Speed aufbauen, denn sonst wird das hier nichts. Wir sind nämlich irgendwie viel zu tief. Wie soll man das schaffen? Leute? Hallo? Holy moly! Ich soll das Ding aufrufen und dann sterbe ich fast. Ey, das sieht so nice aus. Und auch noch bei Nacht. Holy shit. Okay, ich bin etwas zu schnell, glaube ich. Alter Schwede. Okay, ich weiß, wo ich bin. Holy moly. Ey, das ist so nice. Hier drüben auf diesem Berg ist eigentlich ein Fernsehturm. Holy shit, ist das nice. Das finde ich gerade richtig nice. Hier unten ist die Autobahn. Diese Straße hier unten. Neben der Autobahn rechts fahre ich immer zur Arbeit. Hier hinten kommt dann gleich ein Militärschießplatz hier unten. Das hier unten ist Sand, nennt sich das. Das hier ist der Militärschießplatz. Wie nice ist das? Ich fliege über meinen Ort, wo ich wohne. Das Gebäude dort vorne, dieses riesige Gebäude, hier unten. Nee, nicht das. Doch das. Nee, nicht das. Okay, egal. Hier unten in einem riesigen Block, in diesen, kann man in dieses Spiel pausieren. Holy shit, ich find's mega nice. Okay, hier unten wohne ich, genau hier unten wohne ich. Einen von diesen Häusern. Wie nice! Alter!
Es ist so geil. Man fliegt einfach über sein Haus, Wohnort, was auch immer. Das muss man mal erlebt haben, Leute. Es ist so nice. Und jetzt können wir Richtung Bern fliegen und Bern im Dunkeln anschauen. Nochmals, hier drüben wohne ich irgendwo. Ich habe die Orientierung verloren. Ja doch, dort hinten. Hier unten. Das riesige Gebäude hier ist das Shoppiland Schönbühl. Ein riesiges Einkaufszentrum direkt neben der Autobahn. Hier unten ist die Autobahn. Ey, so nice, Leute. Und eigentlich kann man einfach der Autobahn folgen. Oder auch diese Straße hier, dann kommt man schon nach Bern hinein. Ich glaube, das dort vorne ist auch schon Bern, das... diese vielen Lichter. Genau. Hier unten kommt dann Zollikofen. Ein Nachbarort. Ja, genau. Das ist so. Hier unten war ich meine Reifen wechseln vom Auto. So nice. Ah, lustig. Hier links. Dieses rote Gebäude hier ist eine irgendwie Berufsschule oder sowas und dort kann man Mobility-Autos mieten, also Carsharing. Oh Mann, ist das gut. So, dann kommt hier vorne dann gleich Bern. Genau, hier kommt schon die Aare, dieser Fluss hier unten, der sich durch die Stadt dann schlängelt. Oder beziehungsweise die Stadt schlängelt sich um den Fluss herum. Hier vorne rechts ist die große Autobahnbrücke. Dort hinten links dieses Fußballfeld ist das Wankdorfstadion. Wie nice. Oh Mann. Hier unten... das Schwimmbad. Holy smokes. Ich find's geil. Wirklich. So sieht dann also Bern von oben aus. In der Nacht. Hier links dieses Gebäude ist, glaube ich... ist das das Casino? Ja, okay, da weiß ich jetzt zu wenig Bescheid. Aber auf jeden Fall hier unten ist dann der Bahnhof. Unterirdisch. Dort ist die Welle 7. Genau. Ist ja nice. Und dann... hier... ja, nee. Nee, nee. Oder doch? Ja, schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ob das dort hinten das Inselspital ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sieht's mega nice aus. Ich glaube, das hier hinten ist das Bümplitz. Ich glaube, es ist Bümplitz. Ein Stadtteil von Bern. Müsste, glaube ich, wirklich so sein. So gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus in Geografie. Aber ich glaube, es ist so. Ja, genau. Ich würde sagen, ich drehe mal um und versuche
beim Flughafen Bernbelp zu landen, um dann diese kleine, aber feine, lange Episode zu beenden. Ist ein kurzer First Look vom Flight Simulator. Finde ich zumindest wirklich richtig geil. Activities. Kann man jetzt rein theoretisch das Wetter ändern? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. General Options. Control Options. Flight Control Surface. Ah, ich weiß vielleicht wie. Hier oben. Jetzt drifte ich zwar richtig ab, so jetzt bin ich leider etwas abgedriftet, aber ich wollte mal noch das Ganze bei schönem bzw. Tag sehen. Sollte es eigentlich gleich anfangen zu regnen. Zumindest habe ich das so eingestellt. Und dann sehen wir nochmal Ben von seiner ganzen Schönheit. Naja, von oben bei Sonnenschein und schönem Wetter, beziehungsweise Regen. Und irgendwo war ja dort hinten Bernbelp. Also der Flughafen. Ich glaube wahrscheinlich das Ding dort hinten. Da sind wir also wieder beim Bahnhof Bern. Hier unten ist die Busstation, die etwas flach aussieht. Genau, ist ja auch egal. Hauptsache, man erkennt's. Dort unten ist der... Ja... Nee. Falsch. Ich glaube, der Birngraben ist dort hinten irgendwo. Okay, jetzt könnte es dann wahrscheinlich etwas spannend werden. Ich glaube, ich muss das etwas anders anfliegen, wenn ich das so sehe. Ich bin wirklich sehr tief. Ich hoffe, die Landung kommt gut. Denn sonst habe ich ein Problem. Reduce Speed. Jedenfalls sind wir noch ziemlich
schlecht. Holy moly! Holy shit! Holy shit! Durchstarten! Durchstarten! Okay, egal. Bremsen, 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 bremsen. Holy shit, das war eine Landung. Aber hey, ich hab's geschafft. Auch wenn's knapp war, habe ich's geschafft. Hat eigentlich ein Flugzeug. What are you doing? Ich kann gar nicht mehr steuern. Ich glaube, ich habe es zerstört. Naja, ich lasse es mal hierbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es mal für diesen kleinen First Look. Ich finde das Spiel ziemlich nice. Sieht richtig schön aus. Man müsste noch etwas üben. Und wahrscheinlich gibt es viel schönere Orte als jetzt hier die Schweiz und mein Wohnort und Bern. Aber gut, es war trotzdem recht nice. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht hier, vielleicht woanders. Keine Ahnung. Ready for takeoff and goodbye.